Nix. Alles klar. Loch voraus. Endlich mal einer, der nicht lügt. Oh, das Fahrrahmen-Set. Wer ist denn Fahrrahmen? Ich hab keine Ahnung, das habe ich in mehreren Guides gelesen, dass das, dass die das benutzt haben. Ich glaube, das braucht aber ganz gut Stärke. Ach stimmt, Wenger als Rüstung haben wir auch, aber die ist auch mega schwer. Wo ist denn da ist der Kram? Na, es geht. Wie viel haben wir denn? So, 68. Ja, 1, irgendwas Prozent. Gar nicht mal so wenig. Vielleicht können wir ja die Handschuhe anziehen. Wo sind die denn? Da. Nee. Nee. Krass, die sind ja noch schwerer. Wobei, also die sind nicht schwerer, aber. Und der Fahrer am Stiefel. Auch nee. Nicht. Kein Fahrrahmen. Kann ja auch nicht wahr sein. Weiß ich doch nicht. Aber das wollte ich mir eigentlich noch holen. Gut zu wissen, dass das hier ist. Tja. Links Blutflecken, rechts Blutflecken. Hallo. Ach, da ist der alte Mann nochmal. We meet again, young undead. You have the look of a true seeker. I am Dark Diver Grandal. Seeker of Dark, Giver of Dark. Grandal? Erinnere mich irgendwie an den Namen. If you seek true dark, I will grant it to you, as much as you desire. Well then, is dark what you wish for? Also ja. Warum nicht? Ja, ihr müsst ja nicht, genau, drauf hergehen. There you are. You are now a pilgrim of dark. The dark chasm beckons you. Those drawn to the dark are destined to seek it. Aha. Finally, now open the young undead. The dark awaits you. Ach, den können wir Menschenbilder geben. Mhm. Und bei dem können wir Menschenbilder kaufen. Ja. Nice. Wir schenken die dem und der verkauft die uns für 3000. Das ist vor allen Dingen Stufe 3 Profit. hat der 10 Bonfire Aesthetics verkauft. Ja. Warum denn nicht? Ja, ist interessant nur. May the dark. Ja, ja, the dark. Fear of the dark, ja. Ring des Bindens. May the dark be with you. Wo ist denn jetzt der komische Käsering von dem? Da unten. Eidring für Pilger der Finsternis. Dies ist der Ring des Eids der Pilger der Finsternis. Erhöht die Angriffsstärke von Hexereien, verringert jedoch die Trefferpunkte. Ach ja. Warum auch nicht? Nee. Aber was ist das denn jetzt hier? Willst du es berühren? Do I want to touch it? Ja, ja. Anfassen! Was passiert jetzt? Keine Ahnung. Was ist da los? Ich hab Angst. Ladebild kommt. Dunkler Schlund, alter Tage. What the fuck? Man muss hier nicht im Ernst hin und her springen, oder? Das ist nur Wasser, oder? Ja, Vorsicht vor unten. Springen wird benötigt, ja. Aber geil, Adventure Map, oder was? Okay. Na, gucken wir mal. Er hat bestimmt? Ja. Es sind ja nur 30.000 Seelen in einer Welt, in der wir so nicht wieder rauskommen. Oh Mann, geil, wir sterben gleich. Oh Mann. Ich glaube, gegen die Dinger springen ist eine gute Idee. Ja. Sieht näher aus.
Hier kann man lang laufen. Oder? Ja. Da kann man nicht mehr lang laufen. Ja, stimmt. Mut wird benötigt. Ja, Gift? Für was denn? Ja. Gift? Ach keine. Komm. Hallo, Havel! Du Fotze! We meet again. Das ist der... The Ghost of Havel. Ey, der ist ganz schön agil! What the abgefuckter Motherfucker! Der Havel ist ganz schön agil geworden in den letzten Jahren, in denen der tot war, nachdem wir ihn getötet haben. Krass. Ach, früher war der ein bisschen langsamer, da konnte der, was konnte der denn früher? Er konnte früher so zuhauen, dann war gut. Ah, jetzt kannst du mal gucken, ob der eine respawnt ist. Ich kann halt Uchigatana nehmen. Oh, selbst die zwei respawnen nicht mehr. Doch einer davon. Lol, der steht da drin. Oh mein Gott. Die respawnen alle. Die respawnen alle! Er wird sich mal die nächste Tür aufmachen. Welche Tür? Ja, sind da noch 5 Türen. Ich will den da nicht pullen. Ich versuche die Tür davon gegenüber. Also da links. Ja. Ja, könnte klappen, weil einen von den beiden kannst du hier zum Anfang pullen, den anderen an der Tür machen. Du solltest aber weg, wenn du auch nicht. Ja, du hast absolut recht. Den Raum finde ich aber cool. Also dieses Gegner besiegen, um Türen aufzumachen. Wie geil. Muy bien. Hallo? Da ist einer. Stimmt. Oder? Das? Ja, das ist eine Statue. Bist du sicher? Oh, das ist eine Statue. Ja, ist stimmt, das ist eine Statue von dem. Ist das jetzt hier, wo es weitergeht? I don't know. Warte, ich will auf Nummer sicher gehen. Ja, kannst du auch die gegenüber auch nochmal aufmachen. Ja, bin ich auch dafür. Tor 1. Bitte auf. Oh, oh. Ich hab etwas übertrieben. Ich wollte doch den anderen treffen. Das ist vor allen Dingen rechts auch noch eingepunkt, die sind 3 jetzt. Vier. Das war gut. Ja, wir sind stolz. Kann der denn bitte während des Schlagens noch blocken? Weil die halten ja nicht wirklich viel aus. Aber die Anzahl ist halt auch wieder scheiße. Wuhu! Kann sie backstab. Da ist auch mal auch so ein Typ drin. Ja. Den wir jetzt jedes Mal machen dürfen, wenn wir in diesen Raum laufen. Das sind Spielen. Willst du wirklich noch weiter nach hinten?
Einzeln kann man den durch umrunden, weil wirklich gut in den Griff kriegen, aber der hat halt so viel Leben. Das dauert dann jedes Mal voll ewig. Ja. Wenn es da rechts wirklich weitergeht, kann man vielleicht einfach mal kurz vorbeirennen. Aber ich will trotzdem wissen, was hinter den Türen ist. Vielleicht sind da ja Schätze. Ja, wär mal super, wa? Weil immer nur leere Räume ist jetzt auch nicht so prickeln. Kannst du den ja in dem Raum machen. Das ist tatsächlich ein leerer Raum, das gibt's doch nicht. Die müssen uns doch irgendwie dafür belohnen. Ja, da ist noch zwei Türen. Drei. Oh, da musst du aber den verpullen. Geht das? Oh, das geht sogar tatsächlich. Wenn da jetzt auch einer drin ist, wäre schlecht. Würde aber hinkommen, wenn drei Typen sowie drei Bosse vorher. Alles klar. Oh, leck mich so. Da lag aber ein Item! Ja, das stimmt. Dann zu viel schlagen. Peter will zu viel, Peter will zu viel. Tschüss. Setz dich doch mal jemand vor. Bist du noch da? Hauptsache, der Kollege aus dem anderen kommt nicht. Das stimmt. Hast du eine Reichweite? Mutti wäre stolz auf dich. Ich glaube, Mutti ist ganz schön stolz. Also ein großer, schlanker Junge geworden. Ja, wenn du dir mal überlegst, dass da noch die Rüstung also die Kirse drüber ist, ist das echt ein schlanker Typ. Du gehst mir aufs Säckchen. Oh, und der lässt doch noch was fallen. Huiuiuiui. Die Ruinenstulpen. Mhm. Aha. Ein Pharaos Wahrheitsdingens. Ist ja nicht so, ich dass überlege, man die bei ob ich sicherheitshalber den Typen daneben auch noch machen will. Warum? Also die in der Mitte, die kannst du bestimmt aufmachen, ohne dass der kommt. Okay. Da ist eine Truhe hinter dem. Echt? Okay. Komm raus. Komm raus. Wir spielen jetzt den Tanz des Todes. Unser Schwert ist schon fast kaputt. Durch einen Raum. Also eine Menge Gegner, die harte Rüstung haben. Ja, das stimmt allerdings. Was tue ich? Alles gut. Hure! Flawless Victory! Das ist eine Mimik. Das wäre so krass. Das wäre echt witzig. Ja. Mastodon. Ja, den Spaß haben wir von den Dingern nicht schon drei Stück gefunden. Könnte sogar wirklich sein, ja. So, jetzt die Frage. Ne, ich werde den auf jeden Fall pullen. Ich muss erst den nicht machen. Ja, weil ja. Ich meine, vielleicht hast du Glück und in dem einen Gang geht's gar nicht weiter, sondern da ist halt irgendwann Ende, weil du da irgendwas Geiles findest. Aber wir müssen in den Raum gar nicht mehr rein. Das wäre cool. Er bereitet mir nämlich um. Oh. Eine Alternative. Nein. Muss mal kurz weg. Kurz Pause, ich muss die Waffe wechseln. Wie will ich die Waffe wechseln? Dann willst du das reparieren. Ja. Achso, ah, hat sogar was gebracht. Boah, Gott sei Dank. Ich dachte schon, du willst den Boden reparieren. Also. So, wir können weitermachen.
Hallo. Schon näher kommen. Zing. Down. Sehr gut. Want to go. Weil das stimmt ja eigentlich nicht. Eigentlich ist nur der hintere linke Raum. Da müsste man vielleicht mal noch mal dahinter oder so gucken, weil das wäre der einzige Raum, in dem wirklich gar nichts drin ist. Der hintere, der linke hintere Raum? Also der erste, wenn du reinkommst, links. Ach so. Ja, in dem einen, war, in dem einen war ein Item, in dem einen war eine Truhe, in dem einen war so ein großer. Oh Gott! Da ist noch so ein Gegner drin und in dem anderen war ein Loch. Oder? Ja, ich hab dir nicht zugehört. Ja, leichte problematische Schwierigkeiten. Oh, hallo. Gegen dich will ich gerade gar nicht kämpfen. Gegen dich will ich kämpfen. Ja, genau. So. Careful what you wish for. Du hast den Speckstein ausgewählt, ne? Oh. So. Nun können wir tanzen. Ah, wie frech! Lass das! Flink wie... Oh! Oh, den haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ah, zwei Stunden noch. Nice, den ganzen Raum geklärt. Ja! So, nicht schlecht. So, das Über-Item plus 10 bitte. Und. Ist so geil, weißt du, da waren im ganzen Spiel bisher zwei Mimics. Oder? Ne, drei. Drei, glaube ich. Dann. Na, könnt ihr kommen. Eine haben wir ja nicht gesehen. Ring des königlichen Soldaten. Achso, da oben rechts. Kannst du mittragen. Ja. Das wäre eigentlich gar nicht schlecht, da könnten wir eine bessere Rüstung anziehen. Hm. Brauchen wir eine recht bessere Rüstung? Weiß ich nicht. Aber guck nochmal bitte in den leeren Raum. Hier ist doch ein leerer Raum. Achso. Nein, also der ganz leer war. Weil das ist ja der einzige Raum, wo wirklich nichts ist. Weil das ist der Verarschungsraum. Soll ich nochmal in die Dunkelheit eigentlich gehen? Weiß ich nicht. Okay. Wenn du willst. Ja, eigentlich will ich nicht. Oh, 15 Stück, immerhin. Ja, immerhin. Da ist schon wieder ein rotes Spiel. Alles zerstören. Vielleicht ist hier was. Ja, klar. Aber offenbar nicht. Nun gut. Szene eines Helden, alter schimmernder Lebensstein und ein Klosteramulett. Hm. Hallo. Lol. Dickwanst. Stand da noch einer in der Ecke. Hä? Ach ne, das ist ein Stuhl. Lol. Er scheint nichts zu tun. Auf die Nummer alle zum Leben erwachen? Ich meine, da sind ja schon ganz schön viele versteinert. Also Statuen. Oh. Oh geil, damit sind. Oh Gott. Kann ich den zurückholen? Nein. Was schießen die denn da bitte auf dich? Also wer schießt? Wow, da oben. Was steht da drauf? Also das kann ich nicht auch, Kollege. Okay, also kann das sein, dass die auf die Dinger geschossen haben? Ja, die haben wahrscheinlich dieses. Achso, der da hat auch geschossen. Ja, hast du die Sachen geschossen?
Willst du mich verarschen? Jetzt geht man schon von Gift auf zerstörte Ausrüstung. Wie assig ist das denn? Siehst du das, wo das hier drin hängt? Das ist ja ein Scherz. Nichts. Doch, die Schwanzspitze hast du getroffen. Ja, auf jeden Fall. Aber da wäre ich jetzt niemals im Leben drüber schießen können, oder? Nein. Quatsch. Ja, geil, wo geht's denn? Ach, da geht's weiter. Das ist wahrscheinlich einfach ein Würfel. Ja, das hättest du wohl gerne. Naja, ich kann ja einfach links liegen lassen. Fuck him! Jetzt erstes Glas, hast du? Läuft. Läuft echt. Ich glaube, da kannst du runterfallen. Ich glaube auch. Ah! Nice! Die schießen jetzt alle Pfeile. Leckt mich doch alle. Ich bin nicht mal vergiftet worden! Ich könnte ja nichts. Geil! Das war echt gut. Aber da war auch nichts auf der anderen Seite oder so, ne? Achso, lass mal kurz gucken. Nur mehr. Ja. Nur Gesichter. Überall Gesichter. Ja, cool. Da oben ist einer. Muss ich mich von treffen lassen? Ich habe zu viel Sorge, runterzufallen beim Ausweichen. Oh ja, das wollte ich gerade sagen. Wo geht er denn hin? Kein Geländer. Der hat Angst. Haben wir noch normale Lebenssteine? Ah ja. Das ist ein Herz, allerliebst. Aber man muss ja den anderen beiden zugute halten. Der eine blockiert halt nur wieder die Tür. Das ist wie in Heides Flammenturm mit den Typen. Das stimmt. Die kämpfen nicht alle gleichzeitig gegen dich. Damn it! Ah ah! Jetzt mal lucky. Das hab ich nicht. Oder auch nicht. Ah ja, da ist wieder eine versteckte Wand. Oh, jetzt zwölf! Was? Ja, blockt der auf jeden Fall ab, dieses Spiel manchmal, ne? Könntest du bitte kommen? Lässt er sich aber auch nicht zweimal sagen. Wie mit dem Schwert gehen eigentlich, weil denen halt die Reichweite fehlt. Die sind trotzdem so lange geworden. Hallo, schöne Queen. Was soll das denn sein? Weißt du, das was hinter? Weil sieht eher aus wie eine Priesterin. Oh, keine Ahnung. Ich hau mal drauf. Ja, mach doch. Nein. Ich glaube, die Bilder sind nicht so gut. Bin ich jetzt verflucht worden? Ja. Also du verlierst dann einfach nur Max Ja, Titel. Stimmt. Aber links, war nicht links auch noch ein Bild? Oder irgendwie sowas? Ah ne, da war nur diese Nachricht von wegen... Aber 361 Bewertungen? Hau mal zu. Das kann doch nicht! Wie kriegen die mal 360 Bewertungen da drauf? Kann ich dir nicht sagen, das ist ein bisschen bescheuert. Nice. Alter, den Schuh. Drohnenräuber, oh, der ist hinter dir. Hallo. Oh, der ist ganz schön agil. Ich auch! Aber du hast ganz schön viel Leben. Also, Dolchleute sind ganz schön scheiße. Aber kein Problem, ein Ring mich verbannt. NP! Lässt natürlich nichts fallen, weil bei uns lässt man gefälligst auch nichts fallen. Aber sollte man bei uns auch was fallen lassen. Verrückt. Und irgendwo werde ich beschossen. Ich wollte dem eigentlich so schnell wie möglich hinterherrennen. Habe ich ihn verpasst? Nein, habe ich nicht. Hast du das gesehen? Ja, vorne rechts. Ne, da war eine Leiter. Ach so, ja, ja. Dachte, du wolltest erst den Typen machen. Die hätte ich eigentlich nicht übersehen, wenn er nicht dieses, Guck mal, was für asoziale Wichser, oder? Die siehst du doch nicht.
Du hast sie doch gesehen. Also ja, aber nur durch dieses Runterklettern. Geheimnis? Ja, du kannst ja nochmal da runter. Da steht natürlich keine Nachricht. Ja, da ist die Nachricht mit einer Bewertung, ja? Moment, Moment. Und Feuer. Lol. Ja, damit kann man leben, wa? Jetzt müssen wir nicht mehr diesen hässlichen Raum rein. Außer wir wollen zu dem Finsternis. Ja. Dann lege ich mich auch mal kurz hin. Später mal? Genau. Und apropos hinlegen, wir machen hier eine Pause. Haut's rein, bis morgen, 15:30, 17 Uhr natürlich. Tag so weit. Ciao. Ich bin hier 15:30.